Servus Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Metzgermeister Rögele. Heute geht es um den Bierschinken. Wie wird er gemacht? Was ist zu beachten? Und wie viele Arbeitsschritte davon benötigt werden? Das seht ihr in diesem Video, also bleibt gespannt. Genau, wir fangen an mit dem Bierschinken. Sprich, wir brauchen Bierschinkenwürfel. Dafür habe ich jetzt mir gerade einfach eine Unterschale genommen, um es euch zu zeigen. Ihr könnt davon eigentlich nehmen, was ihr wollt. Ich erkläre euch jetzt, was nur zu beachten ist dabei. Also, es ist jetzt eigentlich genauso wie beim Kochschinken. Wir möchten ja natürlich, dass es schön mit dem Brät sich verbindet. Heißt, wir möchten kein Bindegewebe dran haben, kein Fett dran haben. Wir möchten richtig schön mageren Bierschinken, also eine richtig schön magere Einlage haben. Am besten natürlich dunkles Fleisch, aber an Muttersau ist leider schon alles weg, was wir jetzt heute haben. Also ja, wie ich es jetzt schon gesagt habe, so Mutterschwein ist schön dunkel. Das ist perfekt eigentlich für so Bierschinkensachen. Wir würfeln das jetzt schön. Hier seht ihr, ist die Flexe, die machen wir jetzt so schön weg. Halbieren das noch einmal, damit wir schöne kleine Würfel haben. Das da können wir nicht so lassen, wie es ist. Genau. Und dann schneiden wir sie. So. Tun sie gleich mal in die Kiste rein, damit unser Platz jetzt hier schön sauber bleibt. Dann habt ihr hier die Flexe, die wollen wir natürlich auch nicht im Bier schinken, weil das bleibt dann richtig schön beim Kauen, auch wie bei der polnischen oder sowas, im Mund hängen. Dann hier die Fettschicht lösen. Ist auch ein super Bratwurstfleisch, aber Bierschinken ist hochwertiger und schöner. So. Genau. Halbieren. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Runter. Hier die Flexe. Selbstverständlich lösen. Hier Bindegewebe, wie gesagt, weg. Und unten auch, wie gesagt, die Fettschicht lösen. Da ist es genauso wie beim Kochschinken, wie ich es mal gesagt habe. Lieber ein bisschen mehr wegschneiden als zu wenig. Ansonsten kann sich der Würfel nicht ans Brett binden und ihr habt dann Luftlöcher und es wird richtig sülzig dann da drin. Und es hält nicht, also dann fallen die Würfel vielleicht raus aus dem Bierschinken. Ja, genau. Also hier schön alles freimachen. Dann schneiden wir uns die Scheiben runter. Genau, das kann ich als Würfel nehmen. Hier halbiere ich sie jetzt auch nur. Finde ich, passt doch von der Größe her. Weil Dritteln wäre auch wieder ein wenig zu klein. Wir möchten ja schon Würfel haben und kein geschnetzeltes. So, das lassen wir auch. Genau, dann schneiden wir sie jetzt. Na, wenn ein bisschen was Kleineres mit drin ist, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Könnt ihr euch natürlich auch aussortieren. Das sind, ja, ich sag's mal so, so wie ihr es schneidet, so liegt es dann im Bierschinken drin. Genauso seht ihr die Würfel dann. Müsst ihr wissen, ob ihr mit klarkommt, wenn es ein wenig kleiner ist oder wenn größer ist. Das ist rein nach eurem Gewissen. Müsst ihr mit euch vereinbaren. So, haben wir jetzt schön mit rein. Dann kommt es in die Polder mit den Gewürzen. Und im Salz. Genau. Was ihr beim Bierschinken beachten könnt, alles was Einlage ist, haben wir zum Beispiel immer 20 Gramm aufs Kilo Fleisch. Also sprich, da rechnet ihr jetzt, wenn das jetzt ein Kilo wäre, gehen wir jetzt natürlich nicht von aus, waren 2 Kilo ungefähr, dann macht ihr natürlich 40 Gramm Pögelsalz drauf. Dann haben wir noch unsere Gewürzmischung, natürlich unsere eigene. 15 Gramm und dann selbstverständlich auch noch mal so ein pH optimal, damit es einen schönen pH-Wert hält. Dass es einen schönen pH-Wert hat, und natürlich dann auch in der Poldermaschine dann schön umrühren kann die Würfel, weil das genau wollen wir ja, richtig schön rote, dunkle
Würfel, die dann aus dem Brät richtig schön rausstechen und richtig schön im Auge zu sehen sind. Genau, also Poldermaschine, lassen wir jetzt ungefähr 2 Stunden poldern. Dann, wenn es fertig ist, wird es mit dem Brett gemischt und dann geht's los. Das seht ihr aber alles noch. Genau, zum Bierschinken müssen wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen Wasser mit reintun, weil wir wollen ja nicht, dass es so krass bissfest ist. Wir möchten, dass es einen schön saftigen Geschmack hat, die Bierschinkenwürfel. Und aufgrund dessen, dass das Fleisch schon viel Wasser verloren hat, tun wir 10% oder 8 bis 10% von dem Gewicht vom Fleisch selbstverständlich noch ein bisschen Wasser mit dazugeben. Das wird, keine Sorge, das saftet dann auch nicht aus oder sowas später, sondern die Poldermaschine plus das Phosphat sorgt dafür, dass das Wasser eingebunden wird. Und eben durch dieses Einbinden sorgt es dafür, dass das ganze Wasser einfach dann im Endeffekt zum Fleisch in dem Wasser wird und somit auch sehr, sehr saftig bleibt. Und tritt eben nicht mehr aus und wird auch durchs Auskochen verliert es natürlich auch wieder ein bisschen was, aber das ist ja ganz normal. Und genau, also das ist ganz normal und so soll es auch sein. Morgen früh ist es fertig, dann tun wir es in die Kiste rein, weil wir brauchen es dann erst am Mittwoch. Und da muss man es vorher nochmal anpoldern lassen, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Genau, also es ist fertig mit dem Poldern, unser Bierschinken. Heißt, wir machen auf und lassen den jetzt gleich mit dem Brät mit anmischen, weil in der Zeit können wir dann schon mal andere Wurst machen. Seht, ist schon richtig schön aufgeschlagen. Immer noch ein schräg. Genau, hier seht ihr es mal, wie es ausschaut. Wir hauen jetzt auf jeden Fall noch unseren Mischarm mit rein. Einfach nur aus dem Grund, damit es mit dem Brät schon mal schön, dass sich vermischt. Also den bauen wir gleich rein. Können gleich schon mal unser Programm anmachen, mischen mit offenem Deckel. Da müsst ihr nur immer ein bisschen aufpassen, wenn ihr das macht. Wenn ihr das jetzt mit dem Brät mischen lasst, dass es sich nicht übermischt. Ihr seht irgendwann später, also wenn es zu lang mischt, dass das Fett ein bisschen rausschimmert. Also dann habt ihr da so Fettpünktchen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es übermischt ist und sorgt dafür, dass dann wieder das Wasser abgebunden ist. Also es ist dann, ja, das trennt sich dann wieder, das Fett und das Wasser. Und das Fleisch halt, also alles. Und dann habt ihr dann allgemein, dann habt ihr ein wenig Sülze drin in der Wurst und das wollen wir nicht. Wir möchten ja nur Brät und Würfel. Genau, wir lassen das jetzt mischen. Können mit der Hand noch einmal, weil die Würfel gut fest zusammen sind, noch einmal ein wenig anmischen. Damit auch jeder Würfel schön mit Brät umschlagen ist. Ansonsten kann es auch sein, dass dann der Würfel rausfällt. Das wird jetzt dann zu einer Masse. So, so wie es ist, langt es jetzt schon für uns. Tue ich jetzt wieder in die Mulde zurück, damit nichts auf den Boden geht. Ich könnte es jetzt einfach so in die Hand nehmen. Aber bei so Würfeln oder so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn ihr das so haltet, dass doch ein Würfel irgendwie runterfällt. Dann lassen wir den Arm rumfahren, der kratzt dann für uns schon mal zusammen. So, wir fahren hier einmal rum. Haben jetzt hier nochmal das meiste da, nehmen nochmal schnell einen Schlesinger und kratzen es grob aus. Wir lassen als nächstes sowieso jetzt dann die Knäuderle damit auch nochmal mischen. Das heißt, wenn noch ein wenig Brät selber drin ist, ist es nicht schlimm. Nur die Würfel möchten wir auf jeden Fall alle erwischen. Das ist gerade der Hauptgrund, warum wir jetzt auskratzen. Weil die doch ein wenig zu dick für ein Knäuderle selber sind. Wir fahren hier nochmal rum mit der Hand. Genau, das ist jetzt nur noch Brät, das darf bleiben. Jetzt kommt es in die Füllmaschine. Füllen wir sie ein. Hände noch sauber, in Anführungszeichen. Wir nehmen auf jeden Fall das dicke Rohr hier, weil hier würde die Bierschinkenwürfel nicht reinpassen. Also manche würden da nicht durchgehen durch diese Rohre hier oder auch durch das und würden dann da hinten blockieren. Aber wir möchten ja alle Würfel schön drin liegen haben in unseren Darm. Deswegen nehmen wir die dicken Rohre. Ist zwar ein bisschen blöd mit diesen Portionswürstchen hier, die dann drauf zu bekommen, weil die relativ genau passen. Aber das kriegt man irgendwann raus, wie das funktioniert. So, dann füllen wir die jetzt einfach mal raus. Wie immer schaut er, dass es alles schön stramm ist. Bierschinken ist das einzigste Problem beim Füllen, dass es sein kann, wenn ihr es arg stramm füllt, dass ihr die Würfel durchklippt.
Aber das ist auch nicht schlimm, also kommt man mit klar. Genau, ich fülle die jetzt erst einmal fertig und danach machen wir die großen Würste. Und ja, gut. Also, ich habe die Portionswürstchen gefüllt. Die kommen jetzt gleich in den Kessel rein. Die kommen jetzt rein, brauchen eine Stunde und dann sind sie fertig. Jetzt füllen wir aber erst einmal die großen Würstchen. Also hier haben wir jetzt 90er Bierschinkendärm. Die füllen wir jetzt ab. Bei denen, dadurch, dass sie so groß sind, muss man immer so ein wenig eine drehende Bewegung machen. Und es so hin und her bewegen, damit die Würfel auch überall in diesem Aufschnitt drin sind. Ansonsten, wenn ihr sie nur geradeaus rausfüllt, könnt ihr Glück haben und es funktioniert. Aber es kann auch passieren, dass die Würfel dann nur drin sind und es brät sich nach außen drückt. Deswegen immer diese Bewegungen hier, damit die Würfel schön verteilt sind. Wenn ich das jetzt am Ende mache, also jetzt hier, seht ihr jetzt gleich, Beweg. Jetzt füge ich nur noch gerade raus. Das ist jetzt nur noch, um es stramm zu machen. Hier lasse ich ja keinen Darm mehr mit nach und deswegen brauche ich es nicht noggeln. Dann auf jeden Fall immer schön festhalten, runterklippen und fertig. So, jetzt haben wir gehört, dass die Füllmaschine schon sich gemeldet hat. Das heißt, wir kratzen jetzt nochmal schön alles in die Mitte, damit die Füllmaschine auch alles sieht, alles zieht. Genau, dann kriegen wir jetzt unseren letzten Darm kriegen wir jetzt noch hin. Hört jetzt, das kannst du nichts mehr machen. Jetzt lass mal einfach normales Leona-Brett jetzt nochmal mit durch. Einfach nur aus dem Grund, damit wir die Würfel, die jetzt noch hier überall drin sind, noch schön in den Bierschinken mit reinbekommen. Und wenn jetzt dann am Ende ein bisschen nur Schinkenwurst ist, oder Leona, wie ihr sie nennt, ist es auch überhaupt nicht schlimm, weil ist ja dieselbe Grundmasse. So, das langt. Können wir sogar noch ein wenig rauslassen. Müssen wir schauen, dass es natürlich wieder schön stramm ist. Klippen, Zipfel weg. Und jetzt halt kommen die auch in den Kessel rein. Einmal und ein zweites Mal. Da sagt man eigentlich so als Grundformel, so ungefähr 2,5 bis 3 Stunden brauchen sie. Bei den großen nehmen wir aber immer den Kernfühler und schauen, dass er die 72 Grad erreicht hat. Bei den Bierschinken jetzt hier, bei den kleinen Portionswürstchen, wissen wir, dass mit einer Stunde sind wir total gut versorgt und es passt. Sprich, wir warten jetzt einfach ab, bis sie fertig sind, lassen sie ins kalte Wasser und einen Tag später können wir sie dann aufschneiden. Genau, die 3 Stunden sind rum, wir haben sie jetzt schon mal angestochen. Heißt, die Bierschinken sind fertig. So, tun wir die ins kalte Wasser. So, genau, jetzt lassen wir sie noch auskühlen. Ein bisschen ankühlen, einfach damit die Temperatur schneller sinkt und dass dann im Endeffekt die Mikroorganismen nicht mehr so schnell arbeiten können oder nicht wiederkommen können. Genau, also, dann warten wir kurz und dann sind wir fertig. Jawohl, sie sind jetzt ausgekühlt, jetzt können wir sie aufhängen. Oder angekühlt, wie gesagt, sind ja noch nicht komplett. Sonst müssen wir sie ja über die Nacht komplett in dem arschkalten Wasser lassen, aber das machen wir nicht. Genau, die hängen wir jetzt auf, lassen sie ein bisschen austropfen und dann kommen die ins Kühlhaus. Hier die kleinen Bierschinken, wie gesagt, nach einer Stunde haben wir sie raus. Und haben den Kessel, wie gesagt, auch bei 74 Grad haben wir den gehabt. Genau, jetzt schieben wir es ins Kühlhaus und dann warten wir noch und dann können wir sie morgen früh mal anschneiden. Jawohl, am nächsten Morgen angekommen. Schön ausgekühlt, schön kalt. Jetzt können wir sie mal anschneiden und schauen, ob wir alles richtig gemacht haben. So, schaut her. Optimal, richtig schön dunkel geworden, richtig schön umgerötet. Brät passt auch, keine Sülze, so gut wie keine Löcher. Hier so ein bisschen Luft, aber das ist nicht schlimm. Genau, dann können wir es immer probieren. Einfach super. Genau, dann. Genau, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr gerne mehr sehen möchtet, zum Beispiel wie das Leona-Brett gemacht wird oder irgendwas, dann lasst es mich wissen mit einem Like.
Und vergesst nicht zu abonnieren. Abonnieren, damit ihr die Videos dann selbstverständlich auch nicht verpasst. Und aktiviert die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet. Genau, dann machen wir unseren Abschlussspruch. Lasst euch nicht von der Masse verleiten. Lasst uns bei der Qualität bleiben.